Petition. Und bei der Petition gibt es in Beschlusspunkt 2 noch ein Datum, was anzupassen ist. Sie sehen, da steht, der Oberbürgermeister wird beauftragt, folgende Fragen zu beantworten, ab bis zum 31. Dezember 2022. Ich gehe davon aus, dass wir hier einvernehmlich daraus den 31. Mai 2023 machen können. Dann hat die Verwaltung dazu auch noch entsprechend Zeit, das der Aufforderung nachzukommen. Okay, entsprechend würde ich jetzt diese Beschlussempfehlung zur Abstimmung bringen und um Ihre Abstimmung bitten. Dann haben wir hier das gleichlautende Abstimmungsverhalten 32 zu 33. Das heißt, dieses Votum hat diese Beschlussempfehlung keine Mehrheit gefunden, ist damit abgelehnt.